Herzlich willkommen zu einem neuen Linksnet Talks. Wir wollen uns heute der Situation in Afghanistan widmen. Zur Erinnerung, Mitte August ist das Land sozusagen, was sich auch lange angedeutet hat, in die Hände der Taliban quasi zurückgefallen. Es gab dann eine hohe Sensibilität auch in der Öffentlichkeit, eine politische Diskussion über die Situation, über Evakuierung. Ich persönlich habe das Gefühl, dass diese Aufmerksamkeit, wie das so ist, inzwischen doch auch zurückgegangen ist, die mediale Aufmerksamkeit, aber auch die politische Aufmerksamkeit. Genau, und das ist auch der Grund, warum wir heute nochmal den Fokus so ein bisschen darauf richten wollen. Und wir haben uns Thomas Ruttig eingeladen, Afghanistan-Experte, würde ich sagen. Arbeitet für das Afghanistan Analysts Network. Genau, und ich freue mich sehr, dass wir mal ins Gespräch miteinander kommen. Ich lese sehr viele deiner Texte und würde auch direkt einsteigen. Wie ist denn die Situation derzeit in Afghanistan? Es war viel zu lesen über bestimmte Rechte von Mädchen, von Frauen, Menschenrechte, die eingeschränkt wurden, die Übergangsregierung, die gebildet wurde. Wie hat sich die Situation entwickelt? Hat sich es entspannt oder spitzt sich alles immer mehr zu? So. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier auf dem Podcast aufzutauchen und dass wir jetzt schaffen, mal direkt miteinander zu reden. Ich versuche mal erstmal so ein bisschen global zu sein, was die Einschätzung betrifft, weil man muss dann sicher auf einzelne Themen und auch so die Zeitabläufe nochmal gesondert sehen. Vielleicht haben wir dafür Zeit. Also zum einen ist klar, dass es natürlich ein sehr, sehr großer Einschnitt war, dass die Taliban nach fast genau 20 Jahren wieder da waren, wo sie vor 20 Jahren waren, nämlich an der Macht und diesmal sogar, muss man sagen, über ganz Afghanistan. Damals gab es ja mal noch so ein paar bewaffnete Widerstandsinseln, die sich auch diesmal versucht haben zu bilden, aber nicht weit gekommen sind. Das hat natürlich mit sich gebracht auch eine große Verschlechterung der Situation für die Gesamtbevölkerung, aber auch für unterschiedliche Teile der Bevölkerung unterschiedlich. Zum einen war Afghanistan sowieso schon in einer schweren Wirtschaftskrise, weil halt diese Bubble-Ökonomie, die durch die ausländischen Militärangehörigen dort letztendlich entstanden ist, schon seit 2014 zunehmend, also die Bubble ist nicht geplatzt, sondern ist so zunehmend die Luft rausgegangen, was dann halt zu Verschlechterungen des Lebensstandards für viele und Zugang zu Arbeit und Einkommen geführt hat. Dazu kommt eine Dürresituation, also Auswirkungen der weltweiten Klimakatastrophe, die in Afghanistan auch immer mehr zunehmen und als Problem natürlich riesengroß ist, aber immer hinter dem Krieg verschwunden ist, sodass wir jetzt sagen müssen, dass die Krise in diesem Jahr auch laut einem, der bei uns bei Afghanistan Analyst Network geschrieben hat, ein afghanischer junger Wissenschaftler, der in Deutschland lebt, sowohl die Stärke als auch die Frequenz dieser Dürreperioden zunimmt, was immer jährlich gemessen wird. Und das wohl die stärker als die drittstärkste Dürre der letzten 20 Jahre, die 2016 war. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Zahlen auf einmal, aber so ist es. Dann kommt natürlich auch die Corona-Pandemie dazu, die auch in Afghanistan zugeschlagen hat. Aber wegen Dürre und Krieg hatten die Leute kaum Zeit, sich wirklich damit zu befassen, weil wer täglich auf die Straße muss, um sich irgendwie einen Job zu besorgen, was ja viele Leute da machen, die sich dann an die Straßenecken stellen, um auf Baustellen arbeiten zu können und so. Der hat keine Zeit an Corona zu denken und an Abstandsregeln und so. Und Masken hat da auch kaum noch jemand leider getragen. Also das hat sich sehr, sehr verschlechtert. Dann haben die westlichen Staaten sowohl Entwicklungszahlungen eingestellt als auch Auslandsguthaben der afghanischen Regierung, die Taliban natürlich haben wollten, eingefroren. Damit gibt es kein Bargeld im Land. Die Leute kommen noch nicht mal, die Ersparnisse haben noch nicht mal an ihre Ersparnisse ran und die Leute im Staatsapparat können auch nicht bezeichnet werden. Also katastrophale Wirtschaftssituationen, UNDP, Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, sagt, wenn es so weitergeht, leben Mitte nächsten Jahres 97% der afghanischen Bevölkerung unter Existenzminimum, unter der Armutsgrenze. Sicherheitssituation hat sich etwas relativ deutlich entspannt. Der Krieg ist einfach vorbei. Die westlichen Truppen sind raus und mit der Machtübernahme ist nicht nur die Regierung, die alte Regierung zusammengebrochen, sondern auch die Sicherheitskräfte weitgehend auseinandergelaufen. Da könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Warum? Lassen wir mal weg. Aber der Fakt ist da. Also dadurch gibt es auch von der Seite kaum Widerstand. Und viele Leute sind vielleicht in Afghanistan auch erleichtert darüber, weil jetzt noch eine Fortsetzung der
Bürgerkriege oder der Fraktionskriege, wie ich das lieber nenne, wäre auch tödlich, würde den Taliban auch noch ein zusätzliches Argument geben, repressiv zu sein. Aber gleichzeitig hat es natürlich die Rechtssituation, unter anderem dann halt Menschenrechte und Frauenrechte, sehr stark verschärft. Allerdings ist das alles so ein bisschen zweischneidig. Die Taliban haben ja da sehr viel politisches Süßholz geraspelt, bevor sie an die Macht kamen, was sie also, dass keine Diskriminierung geben würde, dass auch Frauen ihre Rechte kriegen würden und man auch nicht gegen die Mitglieder der Regierung und Regierungstruppen vorgehen würde. Also jedenfalls, soweit die Scharia das zulässt, das war immer der Zusatz. Und das war so gedacht als politische Zusicherung, dass nicht alle weglaufen. Aber nachdem die Taliban an der Macht waren, stellte sich halt raus, dass sie entweder nicht in der Lage sind, ihre eigenen Leute zurückzuhalten oder nicht willens sind, ihre eigenen Leute zurückzuhalten. Und ich denke, es ist etwas von beiden. Nicht in der Lage, weil natürlich nach 20 Jahren viele Leute einfach auch auf Rache aus sind. Man darf nicht vergessen, die afghanischen Regierungstruppen und ihre westlichen Verbündeten haben auch reihenweise zivile Opfer verursacht, also Leute umgebracht, die nicht mit dem Konflikt direkt zu tun hatten. In den Gefängnissen wurde gefoltert und alles Mögliche. Da ist wirklich sehr viel Brutalität, eben nicht nur von Seiten der Taliban im Spiel gewesen. Und einige Leute begleichen da jetzt Rechnungen. Es ist möglich, dass die Taliban das nicht unterbinden können, weil es einfach viel zu viel ist, aber es auch nicht unterbinden wollen, weil sie Angst haben, dass es zu Splits in ihrer Bewegung kommen könnte, dass wenn sie zu harsch gegen ihre eigenen Leute vorgehen, ihnen vielleicht Leute auch weglaufen. Und dann haben wir jetzt halt die deklaratorische Ebene, die sich relativ positiv anhört. Es gibt jetzt auch aus den letzten Tagen Hinweise, macht jetzt nicht sogenannte Gerichtsverfahren auf eigene Faust. Es ist verboten, Häuser und Autos von Regierungsmitgliedern zu beschlagnahmen, so auf eigene Rechnung, sondern man braucht dazu einen Beschluss der entsprechenden Taliban-Behörden und so weiter. Und gleichzeitig hört man halt sehr viel von Übergriffen und zur Mädchenbildung können wir vielleicht nochmal extra kommen. Okay, also das ist quasi wichtig, finde ich auch, dass du die soziale und die wirtschaftliche Situation ansprichst. Die fällt, glaube ich, so in der großen Berichterstattung oft so ein bisschen unter den Tisch, so jedenfalls das, was ich rezipiere, geht es viel sozusagen um die Grundfreiheits- und Menschenrechte, was ja sozusagen auch verquickt ist. Ja. Ich will vielleicht einen Faden aufnehmen, da kannst du vielleicht nochmal genau auf die auch Gleichberechtigungsrechtssituation kommen. Es gab ja, habe ich zumindest wahrgenommen, relativ dicht nach der Machtübernahme viele Berichte auch über Proteste aus der Bevölkerung gegen sozusagen die Machtübernahme der Taliban. Das waren Frauendemonstrationen, das waren auch regionale Warlords, die sich sozusagen auf oder erhoben haben. Wie ist die Situation? Gibt es sozusagen wahrnehmbare Proteste und wie wird mit denen umgegangen? Ich fange mal hinten an, weil da geht es kürzer. Sozusagen die ehemaligen Warlords, ein paar von denen, haben versucht, bewaffneten Widerstand im Panjshir-Tal nördlich von Kabul auf die Beine zu stellen. Das hat aber nicht geklappt. Nach einer Woche war das mehr oder weniger vorbei. Da gibt es noch versprengte Gruppen und so. Das ist das eine. Die haben, glaube ich, auch nicht viel Unterstützung über bestimmte Gegenden hinaus und sind politisch auch von vorher desavouiert, sodass viele Leute sich mit ihnen gar nicht zusammentun wollen. Was wichtiger gewesen ist, dass relativ schnell zu Protestaktionen kam auf den Straßen Kabuls, auch ein paar anderer Städte, und dass es vor allen Dingen Frauen waren. Und die haben jetzt direkt gar nicht so sehr gegen die Machtübernahme der Taliban protestiert, weil die waren jetzt nun mal da und da konnte man auch nicht viel machen, sondern sie haben dagegen protestiert und auch die Forderung an die Taliban gerichtet, ihre Rechte nicht weiter einzuschränken. Und da, wie gesagt, haben die Taliban ja relativ moderat formuliert, aber in der Praxis dachten alle, obwohl es das offiziell nicht gibt, zum Beispiel, dass halt der Schulbesuch von Mädchen jenseits von Klasse 6, hatte mal damit was zu tun, Alter der Pubertät, nicht mehr zugelassen sei. In Afghanistan gibt es die weit verbreitete, nicht nur da, Auffassung, dass was nicht ausdrücklich gestattet ist, ist verboten. Und da die Taliban nach der Pandemie oder nicht nach der Pandemie, aber bei einem gewissen Abklingen in Afghanistan dann gesagt haben, bis dahin waren dann schon die Grundschulen wieder offen, das hatte die alte Regierung noch gemacht, für Mädchen und Jungs. Die sind sowieso voneinander getrennt, jedenfalls in 99% der Fälle. Manchmal in verschiedenen Schulen, manchmal verschiedene Schichten, also immer im Schichtunterricht.
haben dann gesagt, also jetzt können erstmal die Jungs jenseits von Klasse 6 wieder zur Schule gehen und zu den Mädchen äußern wir uns später. Das haben viele als Verbot ausgelegt, sowohl in den Taliban-Verwaltungen als auch der Betroffenen, also Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler. Viele haben dann gesagt, ah, ist verboten, wir dürfen nicht mehr. Oder wir wissen nicht genau, wir gehen lieber nicht hin. Wir fürchten die Taliban, da sind Berichte von Übergriffen und dass die junge Mädchen verschleppt haben und Zwangsverheiratungen und so. Da gibt es ja sehr viele Gerüchte, vieles von dem ist auch nicht belegt. Hat dann zu einer großen, auch berechtigten Furcht geführt, weil die Taliban halt sehr häufig mit Gewalt gegen alle möglichen Meinungsäußerungen, die ihnen nicht passen, vorgehen. Eben auch bei diesen Protesten, dann lieber zu Hause zu bleiben. Diese Proteste sind inzwischen ziemlich abgeklungen, weil eben die Taliban zum Teil mit Gewalt dagegen vorgegangen sind. Manchmal haben sie die auch geduldet, das gab es auch, da wurde in der Venia darüber berichtet. Aber sie haben vor allen Dingen jetzt das gemacht, was man auch aus unseren Ländern kennt. Es wird sehr bürokratisch, eine Demonstration machen zu können, die sagen, ja, ihr könnt gerne demonstrieren, holt euch erstmal die Erlaubnis, meldet die an und so weiter. Und das ist ganz dann sehr schwierig. Sodass also vieles jetzt in den sozialen Medien stattfindet und sich also vor allen Dingen auch Frauengruppen, aber manchmal auch Männer, die sie unterstützen, auch in privaten Häusern treffen, wo man es dann auch ein bisschen anonymisieren kann, wo das jetzt eigentlich stattfindet und dann die Stimme des Protests gegen Entrechtung erheben. Mhm. Ansonsten ist mit dem Zusammenbruch der, sag mal, des alten Staates, des vom Westen auch subventionierten Staates, letztendlich sind eben alle politischen Institutionen und Strukturen auch in der Zivilgesellschaft zusammengebrochen, sodass also nirgends mehr eigentlich einen Raum, einen organisierten Raum gibt, in dem man Opposition artikulieren könnte. Und das ist auch eines der größten Probleme, die mit dem Scheitern des Westens dort verbunden sind, was ja eigentlich eine Demokratisierung hätte sein sollen, aber häufig eher so eine Parole war, als dass es sich in der Praxis tatsächlich so ausdrückte, dass eben diese Institutionen, die zwar da waren, auch immer gelobt wurden und man hat sich auch selber auf die Schultern geklopft, letztendlich nicht überlebensfähig waren alleine und deswegen die Leute jetzt tatsächlich in einen Abgrund starren, wo nur noch Dunkelheit herrscht. Mhm. Da, also genau, bevor wir vielleicht über die Perspektiven sprechen, reizt es mich dann schon zu fragen, also wenn man so deine Texte liest, lese ich schon da heraus, dass sozusagen die NATO-Mission in Afghanistan aus deiner Sicht der falsche Weg war. Aber auf der anderen Seite gab es ja sozusagen doch das, was du gerade erwähnt hast, nämlich einen Aufbau einer sanften Schicht, einer Zivilgesellschaft oder demokratischer Räume. Wie hätte man das denn besser machen können? Kann man das beantworten? Oder sozusagen spricht das nicht eher dafür, dass sozusagen die westliche Intervention sozusagen hätte noch länger dauern müssen? Oder? Ja, das ist jetzt auch noch ein anderer Aspekt. Ich wollte eigentlich woanders anfangen. Also ich habe schon gesagt, dass Demokratisierung häufig irgendwie so als Parole vor sich hergetragen worden ist oder als Banner und es in der Praxis nicht stattgefunden hat. Und da geht sehr vieles eben auch in die Anfangsjahre dieser Intervention zurück. Man kann jetzt drüber reden, ob schon der militärische Einsatz eigentlich sinnvoll war oder nicht. Auch in den USA wird das jetzt zunehmend diskutiert, aber die meisten sagen natürlich nach 9-11 konnten oder wollten wir gar nichts anderes machen. Ich habe damals ja auch bei der UN selber gearbeitet, war mit auf der Bonner Afghanistan-Konferenz 2001 und habe auch mit an diesen Papieren, die da nachher verabschiedet worden sind, in Richtung Demokratisierung unter anderem mitgewerkelt. Wenn man das wirklich tatsächlich umgesetzt hätte, dann hätte es da Chancen gegeben. Und da gab es mehrere Punkte. Zum einen ist in Bonn zum Beispiel vereinbart worden, dass alle Fraktionen des vorhergehenden Bürgerkrieges, Taliban und die andere Seite, hätten entwaffnet werden müssen. Die dann mit den westlichen Truppen zusammen gegen die Taliban gekämpft haben, diese Fraktionen sind nie entwaffnet worden. Die haben ihre Waffen dann dazu benutzt, auch, um es jetzt mal kurz und vereinfacht zu sagen, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Und habe ich damit also auch die Dominanz in den neuen politischen System erkämpft. Das waren halt viele, die auf den Listen der Menschenrechtsorganisationen standen für erhebliche Kriegsverbrechen und massive Menschenrechtsverletzungen vorher. Und obwohl auch in diesem Bonner Abkommen gesagt war, dass das aufgearbeitet werden soll, ist das passiert und als dann veröffentlicht werden sollte, ist es unterdrückt worden. Gemeinsam durch die ehemaligen Warlords, die jetzt wieder in der Regierung saßen, die neue Regierung unter Karzai, aber auch unsere Regierung. Und hier ist es immer: Wir haben schon genug Probleme, don't rock the boat, bringt das Boot nicht noch mehr
ins Kippeln, sonst könnten wir alle im Wasser landen und so. Und da hat man dann gesagt, also jetzt nicht auch die verbündeten Warlords angehen wegen Menschenrechtsverletzungen, wir konzentrieren uns nur auf die Taliban. Das war falsch. Und gleichzeitig hat man halt ein politisches System etabliert, in dem eben die bewaffneten Warlords letztendlich das Sagen hatten und nicht die, sag mal, die Kräfte, die nicht bewaffnet waren und mit demokratischen Mitteln eigentlich sich einmischen oder einbringen wollten, dann keinen Freiraum mehr hatten. Und das ist immer mehr geschrumpft, dann auch in dieser Kriegslogik, als dann die Warlords nicht, die zu eine Zeit lang haben manche westliche Regierungen versucht, auch die Amerikaner, die Warlords ein bisschen zu entmachten, um auch ihren eigenen Mann Karzai da damals zu stützen. Man hat das dann aufgegeben, weil man einfach gesagt hat, wir brauchen bewaffnete afghanische Kräfte, die gegen die Taliban kämpfen konnten, hat dann die neuen Streitkräfte aufgebaut, die dann auch nicht zum Schluss viel geholfen haben, obwohl sie angeblich 300.000 Mann haben sollten, und hat dann massenweise auch über viele Jahre schon Milizen ins Leben gerufen, die halt dann diesen Warlords gegenüber mehr verantwortlich waren als der Regierung, um die Taliban zu bekämpfen. Damit war das mit der Demokratie dann gegessen, weil mit der Kalaschnikow vorm Gesicht kann niemand seine demokratische Meinung sagen. Um es mal sehr verkürzt zu sagen. Und damit ist dieser Demokratisierungsansatz möglich gewesen, weil sehr viele Afghaninnen und Afghanen das wollten. Ich habe das da selber erlebt als UN-Mitarbeiter. Ich höre jetzt oft, ja, die haben dir nur erzählt, was du hören wolltest. Aber ehrlich gesagt, ich war da so intensiv und so lange, dass ich das, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden kann. Und vor allen Dingen es auch viele Leute gab, die Strukturen schaffen wollten. Zum Beispiel haben wir ja versucht, bei der Bonner Konferenz eine Delegation des demokratischen afghanischen Untergrundes damit an den Tisch zu bringen. Die waren auch schon in Bonn und durften dann kurz vor Schluss, wurden sie dann noch wieder ausgeladen. Solche Dinge spielen dann da mit einer Rolle. Man hätte also bewusst auch demokratische Kräfte jetzt nicht allein ins Spiel bringen sollen, sondern auch als Gegenbalance gegen die bewaffneten Kräfte, auch gegen die Taliban, die immer noch da waren, und gegen die Warlords. Aber da hat nicht wirklich Interesse bestanden. Das ist halt sehr viel auch in europäischen Ländern gerade, wo diese afghanischen Demokraten große, große Hoffnungen drauf gesetzt haben, eben viel mehr geredet als getan wurden. Also man hat sich gern mit denen getroffen, hat sich gern angehört, die interessanten Dinge, die die zu erzählen hatten, für die eigenen Berichte, aber als sie dann mal Geld haben wollten, dann war keins da. Ja, okay. Weil Politik ohne Geld, wisst ihr vermutlich in Leipzig auch. Funktioniert schwierig, genau. Ja, dann lass uns doch mal sozusagen nach vorne gucken. Wir wollten zusammen eine Diskussion führen, auch mit Menschen aus Afghanistan, die schon lange oder auch kurz hier in Sachsen leben. Und in den Vordiskussionen und auch bei den Demonstrationen, die es hier in Leipzig gab, habe ich viele emotionale Reden gehört, also wirklich auch bewegende Reden, an denen oft sozusagen der Punkt stand, bitte verhandelt nicht mit den Taliban, sprecht nicht mit den Taliban. Das ist sozusagen so ein Uranliegen auch der Menschen, die hier sozusagen sich darum sorgen, dass ihre Nächsten und ihre Freundinnen und Freunde und Bekannten und Verwandten evakuiert werden, sozusagen. Das ist denen sehr wichtig. Aber in der großen Strategie im Umgang mit Afghanistan, mit der Situation dort, würdest du diese Forderung unterschreiben oder wo siehst du Linien, wie man das Land jenseits der wichtigen Forderung nach Evakuierung im Notfall, wie man sozusagen jetzt agieren muss, auch als, nationale Politik, aber auch als internationale Politik? Ist auch eine sehr große Frage, aber genau. Also ich kann diese Meinung und diese Emotionen verstehen. Ich kenne das Land ja sehr gut und viele Leute da und habe da Kolleginnen und Freunde und alles Mögliche. Ich denke aber, man muss sich auch fragen, was ist jetzt die Alternative? Wenn man mit den Taliban nicht verhandelt, wir können ja dann auch noch darüber reden, worüber man eigentlich verhandeln sollte, dann gibt man ihnen Freiraum, das zu machen, was sie sowieso wollen. Ich glaube auch nicht, dass diese Menschen, die diese Meinung vertreten, wollen, dass wir jetzt Afghanistan endgültig zusammenbrechen lassen, nämlich jetzt im bevorstehenden Winter mit Hunger und Kälte und wirklich großer Sorge darum, dass viele nicht überleben könnten. Wenn man jetzt abbricht und nicht, man muss mit den Taliban verhandeln, wenn man da humanitäre Hilfe machen will, weil die sind einfach die Machthaber. Da kann man sich jetzt nicht an der Realität vorbeisehen. Also man muss das machen und deswegen muss man Zugang mit den Taliban verhandeln, um an die Leute ranzukommen, die jetzt hungern und in der Kälte sitzen und selbst kein Heizmaterial sich leisten können und sowas. Ich glaube auch nicht, dass die afghanischen Freundinnen und Freunde, die das sagen, das möchten. Die haben ja häufig auch immer noch
zumindest weitläufige Verwandte im Land. Man muss meiner Meinung nach auch auseinanderhalten, nur nicht nur meiner Meinung nach, es ist unterschiedlich, mit denen zu verhandeln über bestimmte Dinge und sie diplomatisch anzuerkennen. Und selbst diplomatische Anerkennung wäre ja noch nicht eine Zustimmung zu ihrer Politik. Ne? Also wir haben auch diplomatische Beziehungen mit allen möglichen anderen repressiven Regimes aus bestimmten Gründen. Und man kann sich gerne darüber streiten, aber da, wo es ums Überleben geht, und das, darum geht es in Afghanistan mehr als jetzt weltweit in allen anderen Ländern. Die Situation ist inzwischen humanitär schlimmer als die in Jemen, wo es auch schon schlimm genug ist. Das war immer die größte humanitäre Krise bisher oder jedenfalls für ein paar Jahre. Und das wird jetzt auch von Regierungen gemacht, auch von der Bundesregierung. Sie haben ihren ehemaligen Sonderbeauftragten, der dann ein neuer Botschafter werden sollte, noch bei der alten Regierung, der jetzt halt sozusagen zusammen auch mit dem anderen Sondergesandten, den es auch noch gibt, der Hauptverhandler mit den Taliban ist. Und da geht es eben um bestimmte Dinge, dort Zugang zu kriegen, auch Zugang zum Beispiel für ausländische Helferinnen, dass die eben an die afghanischen Frauen rankommen, die auch in ihrer sozialen Isoliertheit, ja auch in den großen Teilen der traditionellen oder sagen wir Rückschritt manchmal wirklich, wie sagt man, also alles andere als progressiven afghanischen Gesellschaft dann sowieso mal hinten dran sind. Solche Dinge mit den Taliban rauszuverhandeln, glaube ich, ist berechtigt, das zu versuchen. Auch die Deutschen werden sie nicht anerkennen, jedenfalls nicht so schnell. Wir wissen auch, welche Forderungen aufgestellt werden. Da geht es eben auch um Mädchenbildung und sowas. Ich meine, Afghanistan, das sagen auch viele Afghanen, das sagen selbst Leute aus der ja sehr vielfältigen islamistischen Bewegung in Afghanistan, sagen, dass es nicht der Scharia entspricht, die Mädchen von der Bildung auszuschließen oder große Teile der Mädchen und so. Da muss eine Auseinandersetzung geführt werden und das können unsere Regierungen auch unterstützen. Und sie können gleichzeitig dabei auch ein bisschen was gut machen von dem, was sie da in den letzten 20 Jahren angerichtet haben. Nämlich so lange das gut zu reden, bis es ganz zusammengebrochen war. Und dann so zu tun, nach wir haben es alles nicht kommen sehen. Und in der, vielleicht daran anknüpfend, in der mittelfrist-langen Perspektive, siehst du denn sozusagen Chancen, das ist bestimmt eine sehr kaffeesatzleserische Frage, aber siehst du Chancen sozusagen, dass sich Demokratisierung vielleicht an der Basis herstellt, die in der Lage ist, sozusagen da auch eine Systemtransformation ohne die Taliban oder weiß ich nicht, mit einer Marginalisierung zumindest herzustellen? Das ist bestimmt eine sehr schwierige Frage, aber... Also ich antworte jetzt mal ziemlich hart, auch wenn das hat auch gar nicht unbedingt jetzt mit Kristallkugelleserei zu tun. Wer jetzt denkt, es steht auf der Tagesordnung, die Taliban zu bekämpfen und wieder von der Macht wegzukriegen, der hat irgendwie die Realität in Afghanistan nicht verstanden. Die sind jetzt an der Macht, es gibt keine Alternative. Ich habe schon gesagt, die Zivilgesellschaft in den Strukturen und Rahmenbedingungen, wie wir sie auch kennen und wie wir sie unterstützt haben, ist zu großen Teilen weg. Das heißt ja nicht, dass es keine mehr gibt. Das heißt auch nicht, dass es nicht Leute gibt, die gerne Widerstand leisten wollten oder zumindest eine andere Meinung in vielen Dingen zu den Taliban haben und dass sie sich gerne organisieren möchten. Aber dafür gibt es keine Möglichkeiten mehr. Und selbst wir als Zivilgesellschaft oder unsere Regierung haben im Moment im Grunde keinen Hebel mehr, die Taliban dazu zu bringen, sowas zuzulassen. Das können die Afghaninnen und Afghanen nur selber kämpfen und das wird wahrscheinlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis da wieder überhaupt sichtbare Anfänge kommen. Also lasst uns hier jetzt nicht irgendwie euphorisch sein, sondern wirklich mal die Realitäten sehen und die Leute am Leben erhalten. Ich meine das jetzt sowohl physisch als auch politisch, die sich im Land und außerhalb des Landes organisieren wollen. Und die können natürlich aus vollen Geschützen auf die Taliban feuern und sagen, es ist ein faschistisches Regime und all dieses. Ich teile diese Einschätzung nicht. Und dann gibt es auch jene, die sagen, ja, wir müssen mit den Taliban reden. Wir kennen sie, wir lehnen sie auch ab. Das hört man auch unter Afghanen und Afghanen. Und da müssen wir uns, glaube ich, nach denen richten, aber gleichzeitig auch wissen, dass es nicht nur eine Meinung gibt, sondern das gesamte Meinungsspektrum und uns dann nicht die rauspicken, die uns irgendwie genehm sind, ehrlich gesagt. Ich finde das eine vernünftige und... Wenn ich es sehr problematisch finde, ich sehe, was da unten passiert, welche Menschenrechtsverletzungen da weiter begangen werden, auch durch die Taliban und das gerade auf diesem Gebiet, das wirklich ein Riesenschritt nach hinten oder nach unten gewesen ist. Aber jetzt irgendwie in die Fundamentalopposition zu gehen, vermute mal, dass man da nicht allzu viel erreicht.
Da hast du wohl recht. Und vielleicht können wir tatsächlich irgendwann mittelfristig noch mal die Diskussion auch mit den Menschen führen, die die Position natürlich sehr prononciert auf Demonstrationen vortragen und das sozusagen auch als ein klar politisches Statement verstehen und da auch vielleicht gut platzieren. Ne? Insofern, genau, finde ich fast, das ist fast ein guter Schlusspunkt, aber vielleicht doch noch mal einen kleinen Blick sozusagen auf das Thema der Ortskraft. Ich weiß nicht, ob du den Koalitionsvertrag der Ampelregierung schon zur Kenntnis genommen hast. Da wird ja in Aussicht gestellt, an der Frage auch dran zu bleiben, da auch sozusagen mehr voranzugehen. Kannst du auf diese Situation noch mal einen Blick werfen? Es war ein Desaster, wie das organisiert wurde oder nicht organisiert wurde, ne? Die Evakuierung dieser Menschen. Aber ja, genau, was ist da eigentlich dran aus deiner Perspektive? Man muss ja sozusagen diese Evakuierungslinie gerade für die Menschen auch weiterführen, würde ich meinen. Also das größte Desaster hat ja stattgefunden, bevor die Taliban an die Macht kamen, als ich das schon andeutete, als die seit Anfang Mai Distrikt nach Distrikt und Provinz nach Provinz übernahmen und immer noch die Bundesregierung sehr restriktiv damit war, welche Ortskräfte denn überhaupt mal in Betracht gezogen werden sollen, nach Deutschland auszufliegen. Und in der Gegenrichtung hatte man ja noch für den 10. August, glaube ich, war es, einen Abschiebeflug angesagt. Um dasselbe Datum hat Seehofer mit Innenministerkolleginnen und Kollegen aus Belgien und Griechenland und noch zwei, drei anderen Ländern an die EU geschrieben, die sollen noch die afghanische Regierung, die damalige, dazu bringen, wieder Abgeschobene aufzunehmen und so. Also da war völlige Blockade, Holzkopfpolitik, völlig entgegen den Realitäten, während hier schon Leute selbst aus der Bundeswehr getrommelt haben. Da gab es ja diese Initiative für die Ortskräfte, die gefördert wurde über den, glaube ich, den Generalbundeswehrinspekteur. Also im Grunde so eine halboffizielle Sache eigentlich. Die haben ihren eigenen Laden kritisiert und zum Teil auch ziemlich großen Ärger gekriegt und sehr viel auf die Beine gestellt. Die waren sehr gut organisiert und haben es nachher dann geschafft, auch die Listen zusammenzustellen und Druck auszuüben, dass die Bundesregierung bei bestimmten Einschränkungen zurückweichen musste und so. Also diese Befristung, dass nur die in den letzten zwei Jahren noch gearbeitet haben, kommen sollten. Jetzt ist man wenigstens bis 2013 zurück und so. Und dann setzte das Chaos ein, was man dann vermutlich auch zu Teilen zumindest nicht verhindern konnte, die Leute dann rauszukriegen, weil es dann auch den Anschlag in Kabul gab. Dann wurde die ganze Evakuierung ganz abgebrochen für die Ortskräfte, aber auch für diese zweite Kategorie, die sich dann erst irgendwann später ein bisschen gefestigt hat, auch von dem, wie man es beschrieb, also die sogenannte Menschenrechtsliste oder die Prioritätenliste von Leuten, die jetzt besonders von den Taliban gefährdet sind. Das war alles sehr, sehr chaotisch, weil natürlich alle Organisationen, die irgendwie Partnerorganisationen in Afghanistan hatten, dann ihre Leute aufgeschrieben haben und an die deutschen Stellen geschickt haben. Was auch alles berechtigt war und so, das kritisiere ich gar nicht. Was ich kritisiere, ist, dass dann die Bundesregierung sich sehr lange gesperrt hat, da überhaupt mal, und das bis heute tut, da transparent Auskunft zu geben, wer ist eigentlich auf diese Listen gelangt und wer kann noch damit rechnen, rauszukommen. Denn diese Liste ist am 31. August geschlossen worden, obwohl wir immer noch auch von bestimmten Ausnahmen hören, aber da musste man wirklich sehr gute Beziehungen irgendwie in Ministerien oder im Bundestag haben, um da einzelne Leute noch hinterher raufzukriegen. Aber selbst alle Ortskräfte oder die meisten Ortskräfte sind immer noch nicht ausgeflogen, auch nicht die von dieser anderen Liste. Es gibt wieder die ersten Flüge oder es gab die ersten Flüge. Es wird daran auch weiter gearbeitet. Das ist bekannt, aber man erfährt eben öffentlich sehr wenig und kriegt halt kaum raus, nur in Ausnahmefällen, soweit ich das sehe, wer überhaupt auf diesen Listen steht. Und die Leute haben natürlich Angst in Afghanistan. Vor allen Dingen, wenn sie halt Wochen und Monate lang überhaupt nichts hören und so. Ich kenne das ja auch von eigenen Mitarbeitern. Aber da hat es jetzt langsam angefangen und ich hoffe, dass da auch, deswegen auch diese Verhandlungen unter anderem mit dem Taliban sind natürlich wichtig, weil man muss mit denen einfach verhandeln, die Leute da rauszukriegen. Dass da natürlich immer die Gefahr bei herrscht, dass die natürlich dann auch bestimmte Informationen bekommen, die sie dann gegen vielleicht Familienangehörige oder so einsetzen können, ist klar. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass auch sehr viel von dem, was berichtet worden ist von Taliban-Übergriffen, zum Teil auch ein bisschen Furcht geboren ist und nicht immer von der Realität geboren. Okay.
Dann hoffen wir, dass die Transparenzfrage sozusagen geklärt wird und nicht nur die Evakuierungsfrage natürlich zuerst, aber auch die Transparenz- und Informationsfrage. Ich glaube, das treibt auch wirklich viele Leute um, auch in meinem Umfeld. Thomas, ich danke dir für den Einblick, also für den umfassenden Einblick. Man kann das bestimmt noch ausdehnen und hoffe, dass wir vielleicht auch nochmal in die Diskussion kommen, eben mit Menschen, die aus Afghanistan kamen und hier leben und natürlich auch in Sorge und politisch sozusagen dran sind. Ja, stehe ich gern für zur Verfügung dann wieder. Termingebunden sozusagen. Also immer, wenn es nicht immer geht, aber wir kriegen das schon hin. Vielen Dank, Jule, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke auch. Und auf bald. Alles Gute, auf bald. Alles Gute.